Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, Bewahrung des historischen Gebietscharakters in Plasewitz und Striesen. Auch hier haben wir viele Wortmeldungen. Es beginnt in der Fraktionsrunde, diesmal die CDU-Fraktion. Herr Kagen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Vorlage, die die Stadtverwaltung eingebracht hat, ist der Versuch, ein Problem verwaltungstechnisch zu lösen. Es löst aber nicht das Grundproblem. Lassen Sie mich das kurz ausführen, wie ich zu dieser Erkenntnis komme. Es ist so, dass die Kommunen im Rahmen des Zumutbaren verpflichtet sind, ihre Stadtstraßen zu beleuchten. Und es gibt entsprechende Regelungen in den Landesstraßengesetzen von Bayern, von Baden-Württemberg, von Berlin und von Sachsen. Da steht relativ wenig drin, nämlich genau dieser Passus, es ist zu beleuchten. Wenn man nun eine entsprechende Beleuchtungsanlage plant, kann man sich an technischen Normen orientieren, beispielsweise an der DIN 13201. Sie ist aber rechtlich nicht verbindlich. Sie hat empfehlenden Charakter. Es gibt durchaus Faktoren, die dazu führen, dass man sie nicht anwendet, beispielsweise eine notwendige Stadtgestaltung, aber auch der Denkmalschutz ist ein Hinweis darauf, sehr vorsichtig mit diesem Regelwerk umzugehen. Und beim Thema Denkmalschutz, denken Sie an den Fall Altenberger Straße, war es so, dass eine entsprechende Genehmigung der Denkmalschutzbehörde nicht vorlag. Sie wurde erst im Nachhinein erwürgt. Und für die aus unserer Sicht sehr hässliche Lampenlösung dann entsprechend von der Denkmalschutzbehörde erteilt. Jetzt möchte ich ganz gern die Verwaltung den ersten Beschlusspunkt aufheben, den wir seinerzeit im Rat gefällt haben, nämlich entsprechend eine historische oder andere Lampengestaltung auf die Altenberger Straße hinzubringen. Und sie sagt, das geht nicht, das ist nicht umsetzbar. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kommt die Verwaltung zu dieser Einschätzung? Und da gibt der Begründungstext dieser Vorlage Auskunft. Man hat nämlich die DIN 13201 zugrunde gelegt. Man hat gesagt, wir wollen das Straßenbild erhalten, wir wollen den städtischen Charakter erhalten. Und Fakt ist, wenn man diese DIN zugrunde legt, dann ist natürlich das Ergebnis dieser Prüfung schon vorbestimmt. Das heißt, die Verwaltung bekommt durch das Zugrundelegen der DIN natürlich ein Ergebnis, was wiederum das, was da gebaut worden ist, rechtfertigt und nochmal wissenschaftlich untermauert. Was wir aber an der Altenberger Straße und auch an anderen Straßen in Plasewitz-Striesen brauchen, sind ingenieurtechnische Kompromisse und kein Abarbeiten von entsprechenden Normengebern. Denn wenn wir das zulassen würden, dann ist natürlich auch in der Augsburger Straße und andere Straßen in Plasewitz-Striesen und möglicherweise sogar der Theaterplatz mit seiner entsprechenden Lampengestaltung in Gefahr. Und deshalb lehnen wir diesen Antrag, diese Vorlage der Verwaltung ab, weil wir glauben, dass wenn wir dem heute so zustimmen würden, natürlich der Verwaltung einen wunderbaren Persilschein ausstellen und natürlich dann eine Begründung da wäre, so wie an der Altenberger Straße verfahren, nämlich den Rückbau der historischen Kandelaber und den Ersatz mit technischen Leuchten natürlich auch an anderen Straßen zu vollziehen. Und da fallen mir in Plasewitz-Striesen, aber auch in anderen Gebieten Dresdens eine ganze Reihe von Straßen ein, die über kurz oder lang einer Sanierung bedürften und wo natürlich das gleiche Problem an der Tagesordnung ist. Das heißt, erst wenn die Verwaltung bereit ist, mit uns auf Augenhöhe über die Frage zu sprechen, wie wollen wir denn mit technischen Normen umgehen und spielt denn neben der technischen Norm auch die Stadtgestaltung und der Denkmalschutz eine entscheidende Rolle bei der Ertüchtigung einer entsprechenden Lichtanlage, dann sind wir auch bereit, nach Kompromissen zu suchen.
Aber so wie es in dieser Form in der Verwaltungsvorlage vorgeschlagen wird, können wir dem so nicht zustimmen. Wir sind gern bereit, über das Thema weiter zu diskutieren, aber so wie mit unserem Anliegen hier umgegangen wird, können wir uns nicht einverstanden erklären. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kaden. Als nächster Redner Herr Wirz und anschließend macht sich bereit Herr Löser. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, gehen wir doch mal auf die Altenberger Straße, schauen uns mal das denkmalgeschützte Gebiet um. Wir sehen gemischte Häuser, hier ist die Zeit nicht stehen geblieben. Wir sehen hier ein Eckhaus, was offensichtlich nach den 90er Jahren errichtet worden ist, was sich sehr gestalterisch sehr schlicht gibt. Wir sehen weiterhin die neu gestaltete Straße nach der Sanierung als Hauptstraße. Es ist keine Nebenstraße. Wir sehen hier mal auch eine so dieser inkriminierten Peitschenlampen. Wenn die Bäume dann mal draußen sind, ist die kaum noch zu sehen. Es ist die Frage, ob die Funktionalität einer Anlage über ihre Ansichtigkeit sozusagen dominiert oder umgedreht. Ich meine, wenn Sie so weitermachen, meine Damen und Herren von rechts, müssen wir damit rechnen, dass die Denkmalschutzbehörde sich dann auch auf die berühmte Dresdner Zwei-Geländer-Lösung, nämlich auf die Zwei-Laternen-Lösung verständigt, nämlich Laternen, die leuchten, welche, die schön aussehen. Aber da kommen wir dann wieder als Landeshauptstadt Dresden ins Fernsehen auf der Satire-Seite. Das sollten wir vielleicht auch nicht riskieren. Weiter im Norden an der Ömestraße wird es natürlich mit dem Denkmalschutz schon sehr anachronistisch. Hier nochmal also das offensichtlich in Ihren Augen historistische Pultdach, das historistische Runddach aus den 90er Jahren. Ich weiß nicht, ob hier sehr teure Gaskandelaber noch irgendetwas rausreißen würden. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Die Gaskandelaber sind aufgrund ihrer detaillierten Gestaltung, aufgrund ihres Zierates, ihres Lichtes, was sie aussenden, sind sie sehr beliebt. Das ist verständlich. Das ist auch für Nebenstraßen durchaus gängig. Allerdings erfüllen sie auf einer Hauptstraße nicht den Zweck einer gleichmäßigen, blendfreien Beleuchtung. Das tun eben diese sogenannten Peitschenlampen besser. Die sind nicht erfunden worden, damit irgendwelche Techniker die Leute ärgern, sondern weil sie eben das Licht von sehr weit oben gleichmäßig auf die Straße schicken und damit auch für Menschen, die dort mal gerade nachts von Notdiensten sehr schnell dran vorbeifahren müssen, dass sie eben das auch gefahrlos tun können und da nicht im Prinzip sehr beansprucht sind durch Lichtwechsel, durch Blendung, durch Reflexe etc., was eben bei anderen Leuchten immer wieder passiert. Des anderen ist es auch so, dass diese Leuchten eben die Straße beleuchten und nicht die Hauswände hinter ihnen und dann auch die Anwohner teilweise durchaus belästigen. Hier sehen wir das mal an der Einmündung Wittenberger Straße. Wir sehen links oben diesen ganz kleinen Leuchtpunkt. Das ist sozusagen diese Lampe, die eine sehr große Fläche beleuchtet. Dann sehen wir vor dem Eckhaus, sehen wir dann mal so einen relativ grellen Leuchtpunkt eines elektrifizierten Gaskandelabers. Hier sieht man auch, dass die Hauswand beleuchtet wird, dass auf der Straße das sehr stark reflektiert. Das zeigt ein bisschen die ganze Problematik an Hauptstraßen auf. Wie gesagt, niemand wird etwas an Nebenstraßen gegen Gaskandelaber haben. Hier mal der Blick in die Wittenberger Straße, elektrifizierte Gaskandelaber, also eine sehr große auch sogenannte Lichtverschmutzung, die hier schon, wenn man sagen mal, abends auch schon sehr lästig ist, wenn man dort lang fährt. Man muss das sich noch bei Nebel vorstellen, bei Sprühregen, bei Starkregen im Sommer ist es schon so, dass da eine Hauptstraße, gerade auch im Bereich eines Kreisverkehrs, in der Hauptstraße, die mit ÖPNV belegt ist, die gequert wird, die einen größeren Verkehr hat, dass das dort dieses historische System der Beleuchtung sehr stark seine Grenzen erfährt und nicht mehr unbedingt zeitgemäß und geeignet ist. Hier nochmal die Beleuchtungsreihe eben entlang mit den neuen Leuchten. Die neuen Leuchten sind relativ schmucklos, sie fügen sich aber in ihrer Linienführung durchaus in die Höhen ein. Sie haben den Vorteil aufgrund dessen, dass dieser Leuchtkörper so hoch ist, dass sie nur sehr selten gesetzt werden müssen. Ich komme mit einer Beleuchtungsreihe auf einer Seite aus.
Ich kann sie in sehr großen Abstand, nämlich 35 Meter, setzen. Wenn ich die gleiche Beleuchtungsausbeute bei elektrifizierten Gaskandelabern respektive Gaskandelabern haben möchte, muss ich sie sehr dicht setzen. Das geht dann teilweise runter bis 6 Meter. Das ist dann natürlich nicht mehr leistbar. Ja, die Stadt hat auch viel getan. Sie hat hier bemustert Leuchten und sie hat versucht, Kompromisse zu finden. Das hat technisch nicht funktioniert. Leuchten, die zu hell waren, zu grell waren, haben zwar die Beleuchtungsausbeute gebracht, blendeten aber zu sehr. Die nicht blendeten, haben diese Leuchtstärke nicht gebracht. Es wurde kein befriedigender Kompromiss gefunden. Insofern denke ich auch, dass die Leuchten an der Altenberger Straße nicht zurückgebaut werden können. Es ist auch so, dass dieses Zurückbauen dieser Leuchten ungefähr 400.000 bis 600.000 Euro kosten würde. Und ich denke mal, wenn wir mal an andere Straßen denken, ein paar Meter weiter weg, zum Beispiel Berg-Gieshübler Straße, da sehen wir dann solche Eindrücke. Ja, das ist eine kleine Nebenstraße, trotzdem haben wir dieses Problem der Nebenstraßen überall. Dort ärgern sich die Leute, sie haben keine Bordsteine, wo Gehbehinderte schadlos drüber gehen können. Es besteht Stolpergefahr. Sie wollen auf der einen Seite in einem Gebiet eine wunderbar funktionierende Beleuchtungsanlage rückbauen und dort im Prinzip über eine 500.000 ausgeben, und woanders haben wir kein Geld, um Straßen zu sanieren. Wir lehnen das ab und werden deshalb auch den Vorschlag der Verwaltung zustimmen und annehmen. Vielen Dank. Als nächstes Bündnis 90 Grüne, Herr Löser. Ja. Meine Damen und Herren, in der Tat, das ist ein schwieriges Thema und es ist ein Streit, der zwischen dem Ausschuss Stadtentwicklung und Bau und dem Straßen- und Tiefbauamt, vor allen Dingen in der Leitungsebene, schon lange ausgetragen wird oder auch ausgefochten wird. Und da gab es Anträge zum Beispiel von der SPD, auch von der CDU, die historischen Kandelaber zu erhalten im Stadtgebiet, dort, wo man das tun sollte. Und nun ist es richtig, was Herr Wirtz aufgeführt hat, dass es natürlich immer Gründe gibt, in bestimmten Situationen sich so zu verhalten, wie es die Verwaltung tut. Aber es ist eben auch so, dass viele Leute sich sehr interessieren für diese Beleuchtung, wenn sie uns historisch noch erhalten ist. Und da sage ich auch, ich fühle mich da ganz ehrlich gesagt nicht gestört durch diese historische Beleuchtung, sondern ich finde schon eben eher durch den Eindruck, den uns die Umgestaltung dann bringt, den Gebietscharakter nachhaltig beeinträchtigt. Und wir schauen hier genau in diesen Gebieten, wo wir auf der anderen Seite darum kämpfen, dass wir eben mit Denkmalschutzsatzung oder mit Gestaltungssatzung eben das Gefühl für Gestaltung hier hochhalten. Und ich sage mal, das ist natürlich auch ein bisschen ein Stellvertreterkrieg. Und ich schaue mal auf die Albertbrücke und da beschleicht mich eben das gleiche Gefühl. Ich kenne sie ja vor der Sanierung, sie alle auch. Und dann fahre ich jetzt drüber und dann sehe ich die Beleuchtung, dann sehe ich die Anmutung dieser Straße und fühle mich im Prinzip auf einer Stadtautobahn, aber nicht mehr auf der einzigen original erhaltenen Sandsteinbrücke aus dem 19. Jahrhundert, die wir noch haben. Und ich glaube, das ist genau dieser Konfliktpunkt. Und es wurde angesprochen zu Recht, dass die Straßen- und Tiefbaubehörde hier eben diese Lampen erneuert hat, ohne dass sie im Prinzip die Genehmigung auch des Denkmalschutzes hatte. Und natürlich wissen wir auch als Grüne, diese 500.000 für den Rückbau, die werden wir nicht im Haushalt einstellen. Und ich glaube auch, Herr Köttnitz wird sie nicht aufbringen. Und genau deswegen, weil wir ihm aber auch nicht den Persilschein hier erteilen wollen und sagen, te absolvo, das hast du gut gemacht. Nein, genau deswegen werden wir eben uns hier enthalten, weil wir glauben, das ist dann eher konsequent in der klaren Aufzeigung an das Straßen- und Tiefbauamt. Bitte nehmt diese Bedenken der Leute ernst, denn sie werden geäußert. Es gab eine Petition dazu. Auf der anderen Seite sind nun einmal jetzt Fakten auch geschaffen worden und dem können wir uns dann auch natürlich nicht unbedingt entziehen. Insofern werden wir uns enthalten, bitten aber ganz klar darum, dass diese Bedenken in Zukunft auch wirklich sehr ernst genommen werden. Als nächstes SPD-Fraktion, Herr Stallmann-Fischer. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, was beschließen wir heute? Die Stadtverwaltung bittet darum, dass wir einen Beschluss zurücknehmen, der davor sieht, die neu geschaffene Beleuchtungsanlage auf der Altenberger Straße wieder abzubauen. Die neu gebaute Beleuchtungsanlage hat die historische Gaslaternenbeleuchtung im Zuge des Ausbaus bzw. der Sanierung
ersetzt. Die Verwaltung hat sich damals auf ein Konzept aus dem Jahre 2008 gestützt, das intern war, das vom Stadtrat nicht beschlossen wurde, sondern nur nachrichtlich an den Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau gegeben wurde, indem sie mal festgelegt hat, wo kann man die historische Beleuchtung erhalten und wo kann man oder wo muss man sie ersetzen. Und sie hat versucht, vor allen Dingen auf den Nebenstraßen die Beleuchtung zu erhalten. Allerdings auf Straßen, die höherwertig klassifiziert sind, geht es eben aufgrund der technischen Vorschriften nicht, denn da gelten die genannten DIN-Normen und die sind der anerkannte Stand der Technik. Und wenn man eine Baumaßnahme durchführt, guckt die Genehmigungsbehörde eben darauf, dass der anerkannte Stand der Technik eingehalten wird. Das betrifft konkret die Altenberger Straße und perspektivisch tatsächlich auch die Augsburger Straße, Bergmannstraße und Hüblerstraße. Und die SPD hat schon 2012 gefordert, aufgrund dieser Diskussion, dass man doch bitte die Augsburger Straße als ein Modellprojekt für eine gebietscharakterwahrende und stadtteilverträgliche Verkehrsplanung machen soll. Denn auch wir sehen diese historische Gaskandelaberbeleuchtung als etwas, was diese Stadtteile auszeichnet, was identitätsstiftend ist und was auf jeden Fall erhaltenswert ist. Ebenso haben wir bereits 2012 gefordert, dass wir das interne Konzept der Stadtverwaltung fortschreiben und auch durch den Stadtrat beschließen lassen. Denn ich glaube, das ist eine wichtige Entscheidung, die viele Bürger bewegt. Was ich sagen will, ist, ja, wir haben verstanden, es ist ein wichtiges Thema und das bürgerliche Engagement und der Ortsbeirat zeigt, dass es den Leuten nicht egal ist, ob sie in einem 0815-Stadtviertel wohnen oder in einem Stadtviertel, was einen gewissen charakterbildenden Elemente hat. Und deswegen unterstützen wir die Gasbeleuchtung. Im konkreten Fall wollen wir aber verhindern, dass wir einen Schildbürgerstreich begehen und für 500.000 Euro eine intakte Beleuchtung ersetzen. Es gibt derzeit, und das hat Herr Wirtz ausgeführt, keine technische Alternative. Wir wollen künftig genau hinschauen. Wir behalten unsere Schlüssel von 2012 aufrecht. Aber im konkreten Fall wollen wir doch eine vernünftige Entscheidung treffen. Vielen Dank. Wird FDP das Wort gewünscht? Nein? Dann AfD, Herr Ober. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, der angestrebte Aufhebungsbeschluss wird von meiner Fraktion unterstützt. Die bereits errichtete Beleuchtungsanlage zurückzubauen und sie durch Dresden-typische, stadtteiltypische Kandelaber zu ersetzen, wäre ein grob fahrlässiger Umgang mit den uns anvertrauten Steuergeldern. Die Verwaltung geht hier anhand einer groben Schätzung von mindestens 475.000 Euro aus. Auch wenn ich an dieser Stelle gern wieder die historischen Stadtlaternen hätte, die wirtschaftliche Vernunft gebietet es, die gerade erst neu installierten Peitschenlampen nicht abzureißen. Dennoch klingt es ein wenig wie bei den Schildbürgern. Im Dezember 2012 wurde vom Stadtrat beschlossen, die neu errichtete Beleuchtungsanlage zurückzubauen und durch die Dresden-typischen Kandelaber zu ersetzen. Bei diesem Beschluss hat man sich wohl an den Stadtratsbeschluss von 1996 erinnert, der grob besagt, dass die Kandelaber dort zu erhalten sind, wo sie städtebaulich und architektonisch für das Stadtbild von Dresden von Bedeutung sind. Warum aber hat der Stadtrat im Februar 2009 der Verkehrsbaumaßnahme Altenberger Straße zugestimmt, ohne auf den sinnvollen Stadtratsbeschluss von 1996 Rücksicht zu nehmen? Weshalb hat die Stadtverwaltung sich damals nicht die Mühe gemacht, eine ästhetisch anspruchsvolle Variante nach historischem Vorbild vorzulegen? Hat man es sich nur einfach gemacht oder sollte es nur billig werden? Jedenfalls folgte dem Stadtratsbeschluss von 2012 der Rückbau der Peitschenlampen, dafür für die Kandelaber nicht nur das integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept Dresden 2030 im Jahr 2013, sondern auch eine Petition. Die fordert, den Stadtratsbeschluss 063212 wieder aufzuheben. Nein, umzusetzen, den wir heute aufheben wollen, um den historischen Gebietscharakter in Blasewitz und Striesen zu bewahren. Die Entscheidung für die Peitschenlampen war offensichtlich nach all diesen Beschlüssen ein absoluter Missgriff. Trotzdem
Auch wenn es im Interesse der Dresdner Bürger und auch im Interesse der AfD-Fraktion liegt, das historische und ästhetisch ansprechende Stadtbild Dresdens zu bewahren, auch im schönen Blasewitz und im schönen Striesen, begehen wir bitte keinen zweiten weiteren Schildbürgerstreich. Der Abriss der neuen Straßenbeleuchtung wäre schlicht und einfach ein Verschleudern von Steuergeldern. Allerdings sollte uns diese unerfreuliche Angelegenheit Anlass sein, als Stadträte in Zukunft sorgsamer mit den architektonischen und städtebaulichen Schätzen unserer Stadt umzugehen. Und an dieser Stelle schließe ich mich Herrn Karten weitgehend an. Allerdings möchte ich hier kein Zeichen an die Verwaltung setzen, sondern ich sehe es eher als Selbstverpflichtung des Stadtrates, in Zukunft auf diese Dinge besser zu achten. Und wenn der Herr Würz sagt, wenn schon etwas dasteht, was hässlich ist, dann kann ich problemlos etwas Hässliches dazustellen, dann ist das eine Meinung, die ich nicht nachverfolgen kann. Wir haben in Dresden bereits viele Bauten, die gerade mal eben noch modern waren und angesagt waren, und schon nach wenigen Jahren sind sie für uns belanglos oder sehen sogar hässlich aus. Dresden hat dafür einige Beispiele. Sorgen wir in Zukunft dafür, dass nicht weitere hinzukommen. Vielen Dank. Nach der Fraktionsrunde für die Verwaltung, Herr Schmidtler-Montin. Ja, ich wollte eigentlich nur ein paar Sachen beitragen zur Diskussion, die ich ja nicht mal aus der Ferne verfolgt habe, sondern die mich jetzt einholt und die ich aus der Vergangenheit auch nicht kenne. Aber auf ein, zwei Punkte möchte ich doch schon noch mal hinweisen. Ungeachtet dessen, dass natürlich eine Investition für etwas, was funktioniert, in Höhe von 500.000 angesichts der Investitionsdefizite oder Instandhaltungsdefizite, die wir an anderer Stelle haben, recht viel Geld zum Fenster rausgeworfen wäre. Und natürlich man sich, wenn man Dinge macht und keine anderslautenden Beschlüsse hat, auch an den Rechtsnormen, nein, nicht rechtsverbindlichen, aber durchaus DIN-Normen orientiert, kann man, glaube ich, den Verwaltungsmitarbeitern nicht unbedingt zum Vorwurf machen. Weil Sie haben ja selber gesagt, es gibt dieses Konzept zur Erhaltung der historischen Gasbeleuchtung, was Sie vielleicht nicht beschlossen haben, aber durchaus kannten, wo dieser Straßenzug eindeutig nicht mit ausgewiesen ist. Insofern hätte man dann natürlich auch als Stadtrat, wenn man das denn politisch möchte, dann irgendwann mal dieses Willensbekenntnis dokumentieren müssen und nicht erst rückwirkend, nachdem die Lampen gebaut sind, sagen können, damit sind wir nicht einverstanden. Das ist also sozusagen die Krux an der Geschichte. Und insofern sind dann natürlich auch etwaige Schadensersatz- oder Regressansprüche für die jeweiligen Mitarbeiter in keinster Weise abzuleiten. Und insofern kann ich natürlich den Wunsch des Erhaltes dieses historischen Gebietscharakters durchaus nachvollziehen. Nur muss man diesen erstmal in den Raum gestellten Wunsch dann auch mit Beschlüssen hinterlegen. So, und für den entsprechenden Straßenzug gab es halt auch keinen Beschluss, der dahingehend Vorgaben gemacht hat für die Verwaltungsmitarbeiter. Insofern orientieren die sich natürlich an geltenden Standards, zum Beispiel der DIN. Und die war nicht zu erfüllen mit diesen historischen Kandelabern. So, jetzt habe ich zwei weitere Wortmeldungen, Herr Engelmeier und Herr Dr. Brauns. Ja, ich werde es auch kurz machen. Ich will in der Hauptsache nur auf eine Frage vom Herrn Kaden eingehen. Der hatte nämlich gefragt, wie denn sozusagen die Stadtverwaltung überhaupt zu der Vorlage kommt, diesen Beschlusspunkt aufzuheben. Und da will ich tatsächlich nochmal auf die Behandlung der Petition eingehen. Wir hatten da nämlich, wir haben diese recht lange behandelt. Wir haben auch sozusagen die Stadtverwaltung in mehreren Anhörungen, den Herrn Köttnitz, mehrere, die sich mit Lichttechnik da auseinandergesetzt haben, angehört. Und die haben eben den Stand, der auch jetzt in der Vorlage so steht, dass es im Moment technisch einfach nicht sinnvoll ist, wirtschaftlich schon gar nicht, präsentiert. Daraufhin wurde auch klar gesagt, wenn zu dieser Petition eine Vorlage erstellt wird, wird es auch diese ablehnende Haltung der Verwaltung ausdrücken. Und in diesem Wissen hat auch die CDU-Fraktion, wir unterstützen sozusagen ja die Verwaltung in dieser Position, dem zugestimmt, diese Vorlage so zu beauftragen. Jetzt haben Sie natürlich nicht Abschaffung dieses Vorlagenpunktes, Sie haben natürlich nicht aktiv gewollt, diesen Punkt aufzuheben, diesen Stadtratsbeschluss. Das will ich Ihnen auch gar nicht unterstellen. Aber es gab eben eine klare Alternative, nämlich diesen Stadtratsbeschluss, so wie er ist, zumindest erstmal bestehen zu lassen. Da ist er im Moment in den Beschlusskontrollen Nirvana, er wird halt immer wieder geprüft. Aktueller technischer Stand gibt es nicht her. Es wurde aber allerdings von der Verwaltung schon gesagt, dass es möglich ist, dass die LED-Technik irgendwann soweit ist, dass es vielleicht erfüllbar wäre.
Das war damals die Entscheidung im Petitionsausschuss. Behalten wir es in den Beschlusskontrollen? Wird der sozusagen weiter geprüft, ob es vielleicht irgendwann möglich ist? Oder wird jetzt eine Vorlage erstellt, die entweder sagt, wir bauen zurück, teuer, unwirtschaftlich, technisch nicht möglich, oder wir behalten es eben in der Beschlusskontrolle. Sie haben sich dafür entschieden, die Vorlage zu haben, die jetzt die klare Entscheidung trifft. Also treffen wir jetzt auch die klare Entscheidung. Und die kann vor der aktuellen Situation eben nur lauten, technisch nicht möglich, wirtschaftlich nicht sinnvoll. Und dann können wir später, vielleicht in 2-3 Jahren, wenn die LED-Technik weiter ist, nochmal drüber reden. Vielen Dank. Jetzt Herr Dr. Braun, dann Herr Garden. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, insbesondere Schmidt-Lamontaine. Ich war damals im Bauausschuss und habe die Diskussion auch noch sehr gut in Erinnerung. Die Krux war einfach damals, wenn ich mich recht erinnere, dass in der Vorlage stand technische Leuchten. Und wir sind natürlich selbstverständlich davon ausgegangen, dass die Stadtverwaltung die Beschlüsse, die der Stadtrat gefasst hat, umsetzt. Und nicht sozusagen etwas, wir sind ja alle im Ehrenamt tätig und gucken dann die Vorlagen so an und erwarten das dann auch. Und das ist dann hier einfach, wenn Sie so wollen, durchgerutscht. Und der Schwerpunkt unserer Ablehnung liegt ja nicht darin, dass wir dann jetzt in den Haushalt 500.000 Euro eingestellt wissen wollen, damit das gemacht wird. Aber wir möchten gerne dieses Zeichen setzen, und da kann ich nur Herrn Löser vollständig zustimmen, jetzt den Freibrief dazu geben, das ist etwas, was wir nicht wollen. Und es würde jetzt hier zu weit führen, aber es ist ein Punkt, wir haben ja LED-Leuchten schon mal den Auftrag gegeben, auch der Stadtverwaltung, auch vor ihrer Zeit. So lange ist es nicht her. Und da habe ich mich persönlich auch sehr, sehr mit beschäftigt. Was dann da passiert ist, das hätte man mit ein bisschen mehr Herzblut ganz anders gestalten können. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass die LED-Technik gibt, dass ich das ausleuchten kann, wenn man dann in die Rast 06 reinsieht, wie die Straßenbeleuchtung auch ist und sie in Nebenstraßen sein darf. Auch das ist mir noch sehr in Erinnerung. Da ist die Grenze 800 Kraftfahrzeuge pro Tag, also Kraftfahrzeugbewegungen pro Tag. Da kriege ich einen Großteil der Straßen unter, vielleicht jetzt nicht die Augsburger Straße, aber die Nebenstraßen. Und da habe ich ganz andere Beleuchtungsmöglichkeiten, die mit der DIN-Beleuchtung gar nichts zu tun haben. Da habe ich dann auch schon mal die Frage gestellt, sind die Mitarbeiter wirklich in der Lage, Vorschriften, auch wenn sie unterschiedlich sind, dann auszulegen. Aber alles das, die Fragen, die da im Laufe der Zeit einfach aufgetaucht sind, da ist einfach, diese Vorlage hat einfach zu sehr den Charakter, da machen wir jetzt einen Deckel drauf und das wollen wir, diese Diskussion wollen wir damit beenden. Und das ist der Kern der Sache. Und ich kann da nur noch mal sagen, da hat Herr Löser recht, deswegen wollen wir ihr so nicht zustimmen. Dass man das mit der Beschlusskontrolle ist, genau das ist es. Herr Ingemeier, wir wollen das da lassen. Und wenn es dann da gibt und wenn sich das dann irgendwo mal einordnet, wie gesagt, der Schwerpunkt dieser Vorlage liegt nicht darin, sofort 500.000 Euro. Das will keiner, dass man die jetzt so wegreißt. Überhaupt keine Frage. Aber das, so wie uns damals mitgespielt worden ist, das wirkt nach. Und das wollen wir jetzt nicht einfach den Mantel des Schweigens mit einer Zustimmung zu dieser Vorlage rüberlegen. Aber wie gesagt, ich biete Ihnen gerne an, dass man da sich mal vertieft darüber unterhält, was damals gewesen ist und wie man das vielleicht in der Zukunft besser gestalten kann. Dankeschön. Herr Kalt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, nachdem Herr Engelmeier gesprochen hat, muss ich noch ein paar Worte dazu verlieren. Es tut mir leid, aber wenn aus dem Ausschuss falsch berichtet wird, und das ist heute das zweite Mal, dass Dinge berichtet werden, die schlichtweg unwahr sind. Also hier die Behauptung aufzustellen, diese Vorlage, die hier vorliegt, hätte ich oder meine Fraktion beauftragt, das ist schon ein starkes Stück. Das ist nämlich schlichtweg falsch. Es ist falsch. Und ich sage Ihnen noch, warum es falsch ist. Wir haben diesen Stadtratsbeschluss gefällt. Und in diesem Stadtratsbeschluss stand ganz klar drin, bis zum 31.03.2013 sind dem Stadtrat entsprechende Vorschläge für einen Umbau, Rückbau, andere Gestaltung vorzulegen. Das ist nicht passiert. Jetzt müssen wir uns natürlich mal die Frage stellen, welches Selbstverständnis herrscht hier eigentlich? Wir beschließen etwas und die Verwaltung sagt, liefere ich nicht.
So, das war nämlich das Ergebnis der Petition. Daraufhin gab es die Petition, wo Bürger gesagt haben, lieber Stadtrat, ihr habt beschlossen, jetzt wollen wir aber mal die Ergebnisse sehen. Und da haben wir uns am Infostand hingestellt und gesagt, die haben wir leider nicht. Daraufhin gab es die Petition von Bürgern aus Blasewitz und Striesen. Und jetzt ist der Herr Professor Köttnitz in den Petitionsausschuss gekommen und der Bürgermeister Lunau hat ihm gehörig die Leviten gelesen, hat gesagt, also wenn Sie schon nicht bereit sind zu liefern, dann müssen Sie schon irgendwie in sauberen Zustand herstellen und der kann dann nur darin bestehen, dass Sie liefern oder Sie müssen mit einer neuen Vorlage in den Rat gehen. Das war sozusagen die Auswahl für das Amt. Und das Amt hat sich dafür entschieden, uns zu bitten, doch diesen Beschluss aufzuheben. Ja, aber diese Bitte ist nicht von uns gekommen, sondern die ergab sich aus der Situation und geschrieben hat wahrscheinlich diese Vorlage der zuständige Geschäftsbereich. Also insofern lassen wir es mal mit der Mythenbildung. So ist es nicht gelaufen. Das größte Problem an der Sache ist doch, ja, dass wir etwas beschlossen haben und der Punkt, über den wir diskutieren wollen, über den wir sprechen wollen, der wird unter den Teppich gekehrt. Und wir werden zu Recht von den Bürgern angesprochen, wo sind die Ergebnisse und wir können nicht liefern. Und wir werden selbst in eine missliche Situation gebracht. Und das ist das Unbefriedigende. Und deshalb wollen wir hier nicht zustimmen, sondern wir wollen Ergebnisse auf den Tisch gelegt bekommen, wir wollen darüber diskutieren. Und das, was wir seinerzeit gefordert haben, das hat überhaupt nicht impliziert, dass wir sofort zurückbauen und 500.000 Euro ausgeben, sondern es bestand darin, uns Vorschläge zu machen. Und im Ergebnis dieser Vorschläge können wir als Rat entscheiden, wollen wir das machen, gibt es Geld dafür, wie viel kostet das? Und ich sage Ihnen nochmal, solange Sie diese DIN hier zugrunde legen, ja, und Dinge fordern, die mit Kandelabern, die man elektrisch zukünftig betreibt, niemand spricht von Gasbeleuchtung, haben heute auch einige hier gesprochen, sondern sie elektrisch betreibt und solange wir dort dieses technische Niveau nicht nach unten nehmen, kriegen wir dafür nie eine Lösung hin. Und ich sage Ihnen, lassen Sie sich mal von der Verwaltung die Peitschenlampen, die auf der Augsburger Straße in der Schublade liegen, die 6 Meter hoch sind, lassen Sie sich die mal zeigen. Ja? Die können wir nämlich mal den Bürgern vorstellen, die laufen Sturm. Und das möchte ich gern vermeiden, weil das ist absolut unnötig. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Kommen wir zur Abstimmung. Wer dem federführenden Ausschussbericht zustimmen möchte, bitte ich um sein Zeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltungen. Neunundzwanzig Ja stimmt, 23 Nein, 11 Enthaltungen wird damit angenommen. Damit